Hier ist wieder der Spiegel des Mannes. Der Mann von heute ist an Technik interessiert. Er sieht gut aus und er weiß, wie man das Leben genießt. Das macht ihn attraktiv. Doch oft kann er seine Beliebtheit gar nicht genießen, denn überall hat es aufdringliche Frauen. Hey, halt! Das ist Belästigung! Ja, so wehrt man sich richtig. Doch nicht nur die Männer, die mitten im Leben stehen, haben es manchmal schwierig. Wenn der Herr Papa von der Arbeit kommt, will seine Frau ihn häufig ansprechen. Dabei hat er gerade in der Firma seine Seele für sie verkauft. Ohne Schuldgefühle haben zu müssen, kann der Mann auf seinen ruhigen Feierabend bestehen. Ja, starke Vorbilder braucht der Sohnemann. Was kann der Mann noch tun? Will er den Drachen meiden, kann er Reis ausnehmen. Die Stadt ist voll mit ansehnlichen Etablissements und Clubs. Sie birgt Architekturmuseen und die immer beliebteren Stundenhotels. Doch sogar in der Freizeit finden sich aufdringliche Weibsbilder, die sich eigentlich um ihre Arbeit kümmern sollten. Lassen Sie sich auch hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Das war der Spiegel des Mannes.